Karrieretag, Zeit für neue Ärzte. Studierende, Absolventen und Assistenzärzte informierten sich im Konferenzzentrum München über Karrieremöglichkeiten in der Medizin. Als Ratgeber vor Ort war auch der Bayerische Hausärzteverband, vertreten durch Dr. Wolfgang Ritter, Facharzt für Allgemeinmedizin. Im Rahmen eines Kamingesprächs konnten Studierende dem Münchner Mediziner fragen, was sie schon immer einmal über den Hausarztberuf wissen wollten. Mein Name ist Angela Göss, ich bin im 11. Semester und möchte gerne Allgemeinmedizinerin werden und fand dieses Gespräch sehr interessant, um einen ersten Einblick zu bekommen, an wen man sich wenden kann, wenn man Fragen hat. Mein Name ist Anja Höhle, ich studiere auch im 11. Semester Medizin und habe diese Woche mein PJ begonnen. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig mit der Fachrichtung, aber ich möchte mich auf jeden Fall später mal niederlassen. Und von daher fand ich es wirklich interessant, abseits vom medizinischen Wissen, was man in der Uni bekommt, auch mal einen Einblick in die Realität der niedergelassenen Mediziner zu bekommen und zu erfahren, was die Risiken sind, worauf man achten sollte und was es für Chancen bietet, die Niederlassung in der Medizin. Für Dr. Wolfgang Ritter ist das längst keine Frage mehr. Für ihn und für viele seiner Kolleginnen und Kollegen ist Hausarzt zu sein der schönste Beruf der Welt. Und dies aus einer Reihe von Gründen. Der schönste Beruf auf der Welt, Hausarzt? Ja, das ist so. Warum will ich Hausarzt werden? Viele Gründe. Einer der Gründe ist sicherlich, wenn ich Menschen mag. Einfach tagtäglich mit allen Altersstufen mit Menschen zusammenzukommen, ihnen helfen zu können über ganz viele verschiedene Krankheitsbilder. Es ist aber auch schön, selbstständig zu sein, eine eigene Praxis zu führen, was nicht nur Erfüllung in der Medizin bietet, sondern auch Chancen, betriebswirtschaftlich zu erfüllen, eine eigene Praxis zu führen, sein Chef zu sein. Oder aber die Flexibilität, in größeren Strukturen zu gehen. Ich muss nicht eine eigene Praxis als Einzelchef haben. Ich kann in große Gemeinschaftspraxen gehen, ich kann mich anstellen lassen, ich kann selber versuchen, größere Strukturen zu gründen. Sie sehen eine Vielzahl von Möglichkeiten, die es wirklich wert sind, sich Gedanken über diesen Beruf zu machen. Vereinbarkeit Familie und Beruf. Wo gibt es das, diese Flexibilität, die Ärztinnen haben, auszusteigen wegen den Kindern, nahtlos wieder anzuknüpfen an den Beruf und weiter Medizin zu machen. Wie gesagt, toller Beruf. Ein Traumberuf also. Und was sagen die Studierenden? Mein Name ist Antoni Reschen, ich komme aus Salzburg und stehe am Ende von meinem Medizinstudium. Deswegen bin ich heute zu dieser Veranstaltung gekommen, um mich zu informieren, welche Wege mir offen stehen. Ich habe mich in verschiedenen Kliniken hier informiert und interessante Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, von Allgemeinmedizin bis über Psychiatrie und andere Fachrichtungen. Also ich fand es richtig interessant. Mein Name ist Caroline Wörle, ich bin im 11. Semester Medizin und komme aus der Nähe von Freiburg. Ich war auch hier heute auf der Jobmesse, um mir neue Perspektiven zu eröffnen bzw. zu schauen, was ich später alles mal machen kann und welche Wege mir offen stehen, von Firmenberatung über die verschiedenen Kliniken, die hier waren und sich vorgestellt haben, bis eben zur Allgemeinmedizin. Ich fand es auch sehr interessant zu sehen, was mir hier für Möglichkeiten offen stehen. Mein Name ist Michael Noll, ich komme aus München, bin im 11. Semester Medizin. Ich bin heute hergekommen, um mir die verschiedenen Möglichkeiten anzuschauen, die man als junger Arzt haben kann. Es war sehr schön zu sehen, was für ein breites Spektrum es gibt. Und bei der Allgemeinmedizin fand ich es interessant zu erfahren, was der Facharzt verlangt, was man dazu machen muss und was man dann auch bekommt. Ja, mein Name ist Sabrina Lettner, komme eigentlich ursprünglich aus Österreich, studiere aber auch schon seit 2010 hier in München. Und ich bin eigentlich heute hierher gekommen, einfach mich um zu informieren, einfach mal zu gucken, was steht mir offen. Ich spiele halt auch mit dem Gedanken, Allgemeinmedizin zu machen und das war halt wirklich sehr interessant zu sehen. Die Verbände haben sich vorgestellt, gut informiert und das war eigentlich das Tolle heute.